fern von mir, du kranke Ratte! Hey, das riecht nach dem Ranger. Ich habe das absolute Wissen. Schon bald werde ich über die Welt herrschen. Lass mich raten. Irgendein Verkäufer hat Ihnen einen elfischen Zaubertrank angedreht. Ja, er hat gesagt, ich sei was Besonderes und schien nett zu sein. Aber ich habe nur für die Flasche gezahlt. Der Trank war gratis. Sowas würde mir doch niemals passieren. Oh, das ist ein Missverständnis. Okay. Ist das gerade eben passiert? Ja, er ist mit dem Aufzug verschwunden. Ich würde ihn ja gerne fassen, aber mir geht's wirklich nicht gut. Chrom braucht keine Karte. Ah, da bist du ja, du Betrüger. Kennen wir uns? Sie haben mir den Trank des absoluten Wissens für eine ganze Stange Geld verkauft. Betrüger. Oha! Ich bin als ehrenwerter Geschäftsmann bekannt. Ich bin kein Betrüger. Also lauft hier nicht herum und schädigt meinen Ruf. Sie müssen was Schlechtes gegessen haben. Wir werden Sie mit unseren Stiefeln ordentlich in den Hintern treten. Ehrenwerter Geschäftsmann, dass ich nicht lache. Ah, ich verstehe. Sie sind gegen Elfenmagie allergisch. Das ist alles. Die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 1 Million. Pech gehabt. Elfenmagie erzeugt keinen solchen Gestank. Das ist Unsinn. Was wissen Sie schon darüber? Na, ich bin eine Elfin. Na und? Wissen Kühe, wie ein Steak schmeckt? So ein Quatsch. Los, gebt ihm das Gegengift. Nun mal langsam. Geben, geben. Wenn ich meine Waren einfach weggeben würde, wäre ich in weniger als 10 Minuten pleite. Nee. Aber ich habe ein paar Gegengifte im Angebot. Alles, was er will. Ich halte es nicht mehr aus. Wir zahlen gar nichts. Wir nehmen das Gegengift einfach seiner Leiche ab. Der Trank oder dein schlagendes Herz? Und ich mache dich mit meinen Feuerbällen fertig. Und ich spicke dich mit Pfeilen. Hey Leute, alle mal durch die Hose atmen, okay? Na, ihr scheint nette Leute zu sein. Ich gebe euch eine kostenlose Probe des Gegengifts. Aber denkt an meine Familie. Meine Großmutter hat nur noch mich. Möchten Sie den seltsamen Trank schlucken, die Sie von Gisbert erhalten haben? Okay, jetzt habe ich das Gegengift nur für den Fall, aber ich warte erstmal ab. Was? Versuchst du uns zu ersticken? Vielleicht funktioniert das mit dem absoluten Wissen doch noch. Vielleicht ist das nur eine kleine Nebenwirkung. Hat jemand Nasenklammern? Die Stufe der Priesterin ist gestiegen. Die Stufe des Rangers ist gestiegen. Ich habe das Gefühl, wir gehen im Kreis. So ein Mist. Man sollte immer seine Fluchtwege auf einer Karte vermerken.
Die Taverne von Neuer Böck ist im ganzen Land von Fang berühmt. Unsere Spezialität ist Bier und Beereneintopf. Na super, kaputt. Wenn ich in eine Falle trete, ist das dann mein Glückstag? Was stellt sie da? Chrom braucht keine Karte. Hervorragend. Hände weg von meinem Gold. Mein Schatz, Gold. Nicht schlecht. Kann ich mehr davon bekommen? Nein, nein, weg von meinen Taschen. Wenn es stinkt, müssen es meine Stiefel sein. Ich habe Nüsse für die Eichhörnchen. Oh, für mich? Vielen Dank. Es geziemt sich nicht, das Kleid einer Dame zu durchsuchen. Es sei denn, sie fordert dich dazu auf. Juwel für meine Krone. Meine Macht wächst. Euklid möge es bezeugen. Das ist viel nützlicher als Stühle zu bauen. Man braucht echte Fertigkeiten, um ein echter Anführer zu sein.
du blöder Doofkopf. Ich weiß, dass du meine Hühner losgelassen hast. Wundere dich bloß nicht, wenn irgendwann Scheunen brennen. Was soll ich gemacht haben, du kopfloser Hahn? Dafür gibt es so viele Beweise wie Weine der Zitze einer Kuh. Nur du Mistkerl konntest die Käfige öffnen, weil du nämlich gelb von Neid auf meine Hände bist. Eine ganze Schar von Walter durch Blaubarbesus. Diese gerupften, knochigen Krähen, mit denen holst du höchstens den Preis des nassesten Lumpens. Den Wettbewerb gewinne ich mit meinen Bulgur-Windseitlingen und Glag-Goldplumpchen. Ha! Dieses elende Federvieh will man lieber tot als lebendig sehen. Warte, bis ich meine eigenen Hühner wieder habe, du großmäuliger Krähenzüchter. Sag das nochmal und ersetzt was. Kommt schon, Leute, beruhigt euch und sagt uns, was ist denn los? Der Latrinenkopf hier hat meine schönen Hühner freigelassen und ich kann nicht mehr am Wettbewerb für den besten Züchter von Waldordu teilnehmen. Deine blöden Vögel haben sich bestimmt selbst die Köpfe abgeschlagen. Die armen Viecher. Ich weiß, wie man Hühner zusammentreibt. Gibt es dafür eine Belohnung? Klar doch, Freunde. Holt mir meine Hühner zurück und ich lasse was Schönes für euch springen. Aber Obacht, wenn euch ein Hühnchen gibt, dann kocht es mindestens 3 Tage. Nicht auszudenken, was sonst mit eurem Gedärm passiert. Dir wird gleich Hören und Sehen vergehen. Ja, mach ruhig. Hier, eins der Hühner, die wir einsammeln sollen. Das ist doch nichts Besonderes. Das ist ein Walter du Blau-Barbesu. Sieht man doch, die sind blau. Du bist also wirklich ein Geflügelexperte? Beeindruckend. Für mich sieht das bloß wie ein lahmes Huhn aus. Lecker, lecker, Bruder, lecker, lecker, Blattoktag. Er sagt, ihm ist die Farbe egal. Der Geschmack ist der gleiche. Versuchen, nicht noch jemanden zu verlieren. Lasset uns beten, Schwestern und Brüder der Langeweile, liebe Faulpelze, ins Bett. Meine Güte, jetzt werde ich wirklich schläfrig. Bei der Steppdecke der Vergessenheit, wir beten. Wir sollten uns lautlos davon stehlen. Lokwanum, Rudolf, tut, tut. Das findest aber nur du witzig, Kumpel. Ins Bett.
Skandal! Mein letztes Gehalt habe ich vor 2 Monaten erhalten. Tut mir leid, aber in Ihren Wohnsitzformularen fehlen einige Zahlungsinformationen. Aber ich lebe hier verdammt und zugenäht. Spielt keine Rolle. Ich muss eine Korrekturanforderung ausfüllen. Haben Sie Ihre Gehaltsabrechnung vom letzten Monat? Nein, habe ich nicht, weil ich ja nicht bezahlt worden bin. Tut mir leid, aber ohne Ihre letzte Gehaltsabrechnung kann ich nichts tun. Ich habe viel zu tun und ich nehme meine Pflichten sehr ernst, müsst ihr wissen. Und wenn ich dir die Füße abschneide für Ohrringe, hast du dafür Zeit? Also nicht nötig, mein Herr. Ich bin ganz Ohr. Wir suchen die Statuetten von Gladol Ferrat. Schon mal davon gehört? Kommt mir nicht bekannt vor, nein. Ich mag Statuetten nicht. Lieber im Wald, umgeben von Bäumen. Bei allen Trompeten Morikias. Wir sind verloren. Nein, ich muss standhaft bleiben. Hey, Sie da. Fühlen Sie sich schläfrig? Verflixt, eine Wache. Schläfrig? Nein. Ich meine, das kommt darauf an. Sollte ich? Der Fluch von Jul verbreitet sich überall. Wir werden alle vom ewigen Schlaf übermannt. Das heißt Pyjama-Party, richtig? Aber ich habe mein Pyjama vergessen. Darf ich nackt schlafen? Ganz ruhig, jetzt nicht hecheln. Wie war das mit dem Fluch? Es gab einen Schlamassel in der Taverne. Die Grünlinge sind schuld. Die Grünlinge? Junge, unreife Rekruten auf Patrouille. Wir haben so viele angeheuert. Da kommt man mit der Ausbildung kaum nach. Normal bei diesen Unmengen an Verletzten. Ich verstehe nicht ganz. Verflixt. Ich muss wach bleiben. Ein Gebet an Euklid wird dir helfen, diese proletenhafte Schläfrigkeit zu überwinden. Das ist, okay. Ich muss zugeben, das hat geholfen. Jedenfalls, es gab einen Streit zwischen den Rekruten und den Priestern von Dlul. Dlul? Gott des Schlummerns und der Langeweile. Verflixt. Wir wurden auch verflucht. Ich muss gähnen. Ich hab's euch doch gesagt. Die Neuen haben das Nickerchen der Faulpelze gestört und die haben daraufhin den ganzen Kerker verflucht. Das ist übel. Und wenn wir für immer einschlafen, wie sollen wir dann Fortschritte bei unserer Quest machen? Helft mir und ich werde euch großzügig belohnen. Na sowas. Er ist eingeschlafen. Wir sollten versuchen, mehr über diesen Fluch herauszufinden. Halten wir die Augen offen und versuchen wir, verflixt wach zu bleiben.